Servus, liebe Rebiker, servus, liebe Rebikerinnen. Wenn ihr euch ein neues E-Bike zugelegt habt und euer Rad über eine Dropper-Post verfügt, dann gibt es ein paar ganz wichtige Tipps, die zu beachten sind, damit ihr langfristig Spaß an diesem tollen Feature habt. Und damit ein herzliches Servus, liebe Rebikerinnen und Rebiker, zu diesem neuen Video, in dem wir über die Dropper-Post reden. Ja, und ich sage es gleich vorweg. Ich werde immer das Wort Dropper-Post verwenden. Gemeint ist aber natürlich diese Art der Sattelstütze, eine Teleskop-Sattelstütze, die auch auf die Namen Vario-Stütze, Teleskopstütze oder absenkbare Sattelstütze hört. Viele Namen, aber ein grundlegendes Funktionsprinzip, nämlich eine Teleskopstütze, also zwei ineinander fahrende Rohre, die wiederum über eine Fernbedienung aktiviert werden. Und das ist schon wirklich ein absolut, ja, ich sag's mal so salopp, geiles Prinzip, denn die Dropper Post hat die Art, wie wir heutzutage Radfahren, vor allem wie wir heutzutage Mountainbiken und E-Mountainbiken, schon ganz stark verändert. Früher, da war es doch so, wir waren im Gelände unterwegs und dann kam plötzlich der lang ersehnte Downhill, also da war der Fahrspaß vorprogrammiert, aber bevor wir uns in die Abfahrt stürzen konnten, mussten wir erstmal stehen bleiben, absteigen, den Schnellspanner aufmachen oder bei manchen Rädern sogar mit Inbusschlüssel die Sattelklemme öffnen, um dann die starre Sattelstütze im Rahmen abzusenken. Heutzutage ist das alles anders. Wir können im Fahrflow bleiben. Wir können während der Fahrt vom Lenker aus den Sattel absenken, ohne die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. Und das ist schon wirklich, ich sag's so salopp, eine richtig geile Sache. Und was ihr jetzt bei so einer Dropper-Post beachten müsst, das möchte ich euch einmal kurz erklären. Zwei Punkte. Erstens, wenn ihr ein neues E-Bike vor euch stehen habt und ihr jetzt die Sattelhöhe entsprechend eurer Schrittlänge erstmals richtig einstellen wollt, dann müsst ihr natürlich trotzdem die Stütze im Ganzen korrekt einstellen. Also da solltet ihr nicht einfach per Aktivierung des Teleskopmodus den Sattel in die richtige Höhe bringen, weil ihr werdet immer das Problem haben, in dem Moment, wenn ihr die Stütze dann wieder ausfahrt, fährt die Stütze in die Endlage, also in die höchste Stellung. Und wenn das dann nicht eurer Sitzhöhe entsprechen sollte, dann seid ihr da immer wieder am falschen Punkt. Also gebt euch oder nehmt euch die Zeit und stellt die Sattelhöhe einmal richtig ein. Dafür ganz klassisch wird die Sattelklemme geöffnet und die Sattelhöhe im Gesamten dann richtig eingestellt. Und um das zu machen, ist es ganz wichtig, dass ihr den Baudenzug, der durch den Rahmen von unten durch das Sitzrohr zur Sattelstütze läuft, dass ihr diesen Baudenzug nachschiebt. Das heißt, wenn ihr die Sattelstütze rauszieht, schiebt den Baudenzug nach. Wenn ihr die Stütze absenkt, dann zieht den Baudenzug raus. Warum? Der Baudenzug läuft in der Regel durch das Unterrohr, vorbei am Motor und dann hoch durch das Sitzrohr, um dann von unten an der Unterseite der Dropper-Post an die Dropper-Post anzuschließen. Jetzt haben wir aber da unten genau an der tiefsten Stelle im Rahmen, dort wo der Motor mit dem Rahmen verschraubt wird, am Motorinterface, da haben wir ganz wenig Bauraum. Und da laufen aber noch ein paar andere Kabel durch, das Schaltkabel, das Bremskabel und das führt zur Reibung. Und jetzt kann es sein, dass die Reibung so groß ist, dass wenn ich die Sattelstütze herausziehe, das Kabel nicht automatisch nachrutscht, sondern durch die Reibung verhakt, hängen bleibt und ich dann, wenn ich ja da ein bisschen ohne Gefühl am Werk bin, das Kabel aus der Stütze aushängen und dann ist die Funktion natürlich nicht mehr gegeben. Deswegen ganz wichtig, drückt das Kabel nach, schiebt das Kabel wirklich nach, wenn ihr die Stütze rauszieht, damit das eine Bewegung ist und damit das Kabel nachgeführt wird. Gleiches gilt natürlich in die andere Richtung auch. Wenn euch der Sattel zu hoch ist und ihr die Stütze niedriger einstellen wollt, dann schiebt die Stütze rein und zieht das Kabel raus. Genau. Also ganz wichtig, beim Einstellen der Sattelhöhe immer den Baudenzug nachführen. Was gleichermaßen wichtig ist, ist die Spannung des Baudenzugs. Und zwar deshalb, weil ihr sonst einen Leerweg am Remote-Hebel, also an der Lenkerfernbedienung habt. Deswegen ist es wie bei der Schaltung auch wichtig, dass der Baudenzug hier über die Rändelschraube vorne an der Fernbedienung richtig gespannt wird, sodass ihr ab dem ersten Millimeter, den ihr den Remote-Hebel drückt, auch schon
die Stütze freigebt. Ich fasse zum Abschluss nochmal kurz und knapp zusammen. Wenn ihr die Sattelhöhe einstellen wollt, dann ist es ganz wichtig, beim Einstecken oder Herausziehen der Stütze den Baudenzug im Rahmen nachzuführen. Beim Herausziehen der Stütze wird der Zug in den Rahmen hineingeführt, beim Einstecken der Stütze wird der Zug herausgezogen. Solltet ihr merken, dass irgendwas klemmt, ist es ganz wichtig, erst dafür zu sorgen, dass der Baudenzug durch den Rahmen gut durchrutschen kann, also gut im Rahmen gleiten kann, denn ansonsten könnte es sein, dass ihr beim Herausziehen der Stütze den Zug unten aushängt. Und der zweite Punkt ist eben, dass der Baudenzug immer unter Spannung steht, sodass ihr hier am Remote-Hebel keinen Leerweg habt. Und wenn ihr die zwei Punkte befolgt und darauf Acht gebt, dann werdet ihr mit eurer Dropper-Post am E-Bike richtig viel Freude haben. Und das langanhaltend und ohne Probleme. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim E-Biken. Euer Maxi von Rebike. Wenn E-Bike, dann Rebike.